MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen zu For the King. Wir spielen ein Solo-Adventure auf dem leichten Schwierigkeitsgrad tatsächlich. Und dürfen uns unsere Party erstellen. Blacksmith bleibt. Es bleibt tatsächlich so, wie es ist. Wir haben einen Blacksmith. Wir nennen dich nicht Minstrel. Du bist für mich der Bade. Nur der Bade. Und unseren Magier. Ja. Das ist unsere Heldenkollektion. Es ist ein rundenbasiertes Spiel, in dem wir laufen müssen durch die Map. Es ist sehr, sehr schwer. Und wir starten einfach mal. Leider ist es im Moment nur auf Englisch vorhanden. Aber das soll uns nicht stören. Zur Story. Unser König wurde getötet. Chaos regiert die Welt. Oder breitet sich aus, um die Welt zu regieren. Wir sind da, um es zu verhindern oder versuchen zu verhindern. Unser Bade beginnt den Zug. Man bekommt, während man durch die Story spielt, hier oben rechts kann man sie sehen, Schichten sozusagen aufs Auge gedrückt. Nice day. Schön. Kommen wir zu der Ding wandern. Geschichten aufs Auge gedrückt, um dort sich Sachen freizuschalten, wie zum Beispiel neue Charaktere und so weiter und so fort. Erreichen sogar die Stadt. Wir müssen zwar kurzzeitig den Wolf noch platt machen hier. Man sieht die roten Kreise oder die roten Oktagone. Sind das Oktagone? Ich bin mir nicht sicher. Um die Sachen sehr rum. Wenn jetzt der Rabe zum Beispiel da drin stehen würde, könnte ich einen Überfall machen. Mit ihm jetzt nicht, aber hier. Aber ansonsten könnte ich ihn ambushen und dann müsste ich nur gegen ihn kämpfen. Bei einem Fight müsste ich gegen alle Gegner, die hier in roten Kreisen sind, kämpfen. So, das gleiche zählt auch für meine Verbündeten. Wenn sie außerhalb des Bereichs sind, kommen sie nicht mit in den Kampf. Bekommen auch keine XP und nichts. Wir hoffen einfach mal auf ein spannendes und etwas länger dauerndes Adventure. Wie gesagt, es ist relativ schwer, dieses Spiel. Wir haben Hildebrand gefunden. Und wir müssen ganz nach da oben hin als nächstes. Wir haben dafür 14 Runden Zeit. Und wir schauen einmal, ob es irgendwas Gutes gibt. Ein Armor und ein Resistance. War Shield, 2 Resistance. Kaufen wir eine Heilpflanze. Und beenden unseren Zug. Ich hätte jetzt natürlich mal gucken können, was für andere noch da ist. Aber wir wollen generell einmal mit allen rein. Und uns eine Heilpflanze kaufen. Ich glaube, es resettet sich jeden Tag neu. Jede Runde neu. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dem stimmt. Hier auch einfach nur eine Heilpflanze. Und schon hat er keine Heilpflanzen mehr. Und weiter geht unsere Wildreise. So.
Das hier sind die Glittering Mines, unser späteres Hauptziel, wenn wir die anderen Quests sozusagen abgeschlossen haben. Der Bade kann inspiren, wie man gesehen hat, was jeweils einem Helden XP gibt. Und im Kampf auch nochmal anfeuern. Wie man sieht, keine Gegner in den roten Kreisen. Das heißt, wir können einfach fighten. Er hat jetzt zwei Rüstungen. Was meine Magiehelden, ich habe zwei Magiehelden und einen Nahkampfhelden sozusagen. Nichts anhat, Nahkampf verringert das halt. Makeshift Mace. Das ist natürlich super für den Blacksmith. Stun Attack hat er. 12 Schaden. Aber kein Schild mehr dazu. Wenn dem so ist, muss ich mich davon tatsächlich eher verabschieden. Hier haben wir ein Sanctum of Wealth. Wir bekommen Full AP und 20% mehr Gold. Für diesen Charakter. Und ja, wenn er stirbt, wenn er sterben sollte, dann ist es natürlich, oh ja, hier steht's ja, Zweihandwaffen. Habe ich nicht drauf geachtet. Nee, dann eher nicht, dann wird er verkauft. Wenn der Bade, stirbt, wird dieser Schrein zerstört tatsächlich. Unsere Helden befinden sich noch drin. Hier kann man sehen, er hier oben, was auch immer er ist, ist mit drin. Wenn wir rechts klicken, können wir Force, das sind diese schönen Dinger hier oben, einsetzen, um wahrscheinlicher zu machen, dass wir einen Ambush schaffen. Wir probieren es auch einfach mal, schaffen es aber trotzdem nicht. Und müssen jetzt gegen den Forest Mist kämpfen. Ah, mein Bade nimmt's hart mit. Der nur von perfekten Attacken getroffen werden kann. Das heißt natürlich für uns, wir benutzen mal einen Force und hoffen, dass er die anderen zwei trifft. Alles andere, was nicht perfekt ist, er hat natürlich auch noch zusätzlich zwei... sechs Magieverteidigungen, die ich gerade komplett ignoriert habe. Jetzt hätte ich die Magie natürlich eher doch an einen anderen eingesetzt. Hätte nur 5 Damage. Also ein Critical Treffer wäre jetzt was Gutes gewesen. Aber wenn wir Glück haben... Nope. Schön gedodged. Ja, er dodgt eben alles, was nicht perfekt gewürfelt ist. Was jetzt natürlich schwer ist bei einem 3 er Würfel. Eieieiei. Können wir bitte... Hier, den da. Danke. Haben wir wenigstens schon mal die... Dings weg. Rehe. Warte. Du musst geheilt werden. Da sind unsere zwei Heilpflanzen eben auch schon weg. 15 Damage dieser Attacke eben. Und man ist auch noch... Man ist geschockt. Eieieiei. So, komm. Dich müssen wir doch schaffen. Ah, der Schock hat natürlich jetzt da reingehauen. Dodge.
kein perfekter Schlag. Er blockt halt 6 Damage weg. Ich kann nur mit dem den hier machen. Ja, schön. Endlich. Harter Kampf schon allein zum Anfang hier. Plus 1. Konsequent Armor. Ist natürlich die Frage, wem geben wir das? Er kriegt wahrscheinlich sowieso Armor durch ganz viele Items. Geben es einen der beiden. Unser Bade darf direkt weiter. Ja, eben. Keine extra Damage für Umf. Hier haben wir die Book of Lore, also Geschichtsbuch. Und einen Banditencamp haben wir bekommen. Mal gefunden, was wir kaputt hauen könnten. Okay. Ja, wir fighten es lieber nicht. So, wir müssen den Chaos-Leader umklatschen. Der befindet sich doch unten. Wir kommen dann nochmal an Woodsmoke vorbei. Das ist natürlich supi. Einen schönen Tag mit ihm. Müsste 1 gegen 1 kämpfen. Aber das sollten wir hinschaffen. Mit einem HP überlebt. Ist immer schade, weil er jetzt nur diese XP bekommt. Der Bade hat auch Glück momentan, was das angeht. Ey, okay. Ein Fokus. Ich weiß gar nicht, hatte er Fokus mehr? Ich glaube nicht. So, gehen wir mit dem Magier. Mal rein. Sie haben immer noch keine Dinge. Das ist in. Es sind nur 4 Gold. Heilen wir ihn hoch komplett. Vale Imp. Ist er mit dabei, ja. Schade, wir müssen auch gegen den Direwolf. Nee, Timberwolf ist es. Kämpfen. Der Vale Imp ist genau dasselbe. Perfekte Attacke oder kein Damage. Schön, Leute. So will man das sehen. Na, so eher nicht. Da dodgt er. Ihn kloppen wir natürlich. Gerade hochgehealt, ne? Gerade hochgehealt. Aber immerhin. Sauberer Fight. Der Bade könnte ihn gebrauchen, tatsächlich. Es wird dunkel. Der Bade zieht langsam hinterher. Wir warten einfach mal.
Der Bade war, unser Blacksmith wartet auch. Fürs Warten bekommen wir HP zurück. Ich glaube, je nachdem, wie viele Movements man freilässt. Ein Wishing Well. Ein Drink. 50-50. Okay. Aber es ist auch bei Throwcoin. Was wird wohl passieren, wenn wir einen Coin oder es trinken? Werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ihr könnt gerne auch Kommentare schreiben, wenn wir die nächsten Abenteurer erstellen, wie sie denn heißen sollen und was sie sein sollen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und bis dann. Ciao, ciao.